Hi, grüßt euch und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Server oder auf meinem Kanal, eher gesagt. Wir spielen heute wieder die Hofbergmann Version 1.0.0.3. Mit dabei ist der Björn, grüß dich. Hallo. Und der Thomas, moin. Der ist auch noch da, ja. Hallo. So, jetzt fahre ich mal auf gut Glück zum Pferdehandel. Um Stroh zu verkaufen. Der Thomas ist hier drüben auf Feld 2 noch dabei zu dreschen. Und zwar den Raps. Der ist nicht schneller, der Drescher, ja. Richtig. Und der Björn versorgt noch die Tiere und Gemüsehof mit Wasser. Richtig? Das ist richtig. Sehr schön. So ist es. Genau, wir verkaufen hier noch ein paar Ballen Stroh. Hatten wir die eigentlich auf 4000 Liter gepresst oder auf... Oh! Nichts passiert. Ich würde sagen, auf... Oh! Haben wir die gepresst. Wo? Oh. Das klingt schöner. Ich glaube, die haben wir noch nicht irgendwie vergrößert. Nee. Weil dafür waren es zu viel. Das waren ja, glaube ich... Ja, es sind ein paar. Ich glaube 100 Stück oder was wir da hatten. Ja, 120, ne? Ich weiß es ja, nicht. Also ich denke mal, das waren glaube ich nur 4 oder 3000er Klötze. Ja, 4000 hatten wir gemacht. Ich war mir auch nicht mehr zu 100% sicher. So. Einmal verloren, aber nichts passiert. Alle wieder geladen. So, der Pferdehof hat noch Raum. Erstmal, bevor ich reinfahre, erstmal gucken, wie lange. Bis 20 Minuten. Sehr gut. Nett, dass ich hier drinne stehe. Und ich krieg mein Schlepper nicht mehr hier raus. Das wär ein bisschen traurig. Es kommt davon, wenn man seine Rechnungen nicht bezahlt, dann lässt der Händler das Tor zufallen. Wo ist denn der dicke Fendt? Mit dem bin ich unterwegs. Warum brauchst du den? Nee. Weißt du, er kauft sich in New Holland. Ja. Und dann kauft er noch. Ach, stimmt ja, den haben wir ja auch noch. Ah, Entschuldigung. Schlimm mit dem Kerl. Er will ja keinen Fan fahren, gell? Er schimpft ja immer über die Fan. Braucht man nicht. Aber kauft immer mit denen rum. Ich kann jetzt auch zum New Holland wechseln, wenn ihr das mag. Ja, das wollen wir. Gut. Kein Problem. Kein Problem. Aber dann pass auf, dass du nicht selber drin hängt. Ja, das nehme ich ja vorher dann runter. Ach so. Meinst du, das kann ich nicht? Nein, der ist für dich getarnt. Ach so. Möchtest du denn mit dem großen Fendt machen, Björn? Ja, nix. Ach. Trecker fahren. Ich wollte die Bäuerin beeindrucken. Ach, die Bäuerin wolltest du beeindrucken. Ja. Dann komm mal vorbei, ich guck mir das mal an. Aber wenn du magst, kannst du da hinten unsere Wiese mähen. War es das Heiligtum von Thomas, soll ich mähen? Nee. Thomas ist nur heilig auf der. Der Marsch. Ach so. Heilige Rasen. Das ist ja auch der englische Wimbledon-Rasen. Also da bitte, ja. Natürlich. Dann auch nicht mit diesem gammligen neuen Mod Butterfly, der ist so. Meiner ist viel schöner. Den kann man nämlich zusammenhängen.
Ja. Dann nehmen wir eben die Holland. Man munkelt, dass der verkauft werden soll. Wer? Ja, ja, das habe ich auch schon gehört, aber ich habe ihn schon gedroht. Dass ich ihm seinen Trecker dann verkaufe. Wird er schon wieder gemunkelt. Wir lassen erst die Gatter offen von den Tieren. Nett, wo bist du denn unterwegs? Bei den Kühen. Auf der Weide? Mhm. Milch abtransportieren. Das war Blacky, der lässt die immer offen, weil der immer Angst hat, dass die Kühe sonst Platzangst kriegen. Nee, sonst wird das noch geklaut werden, weißt du. Oder sonst den Zaun noch kaputt fahren. So. Die alle in den Laden stellen? Nee, ne? Wie soll ich denn in den Laden bringen? Wenn's geht, alle. Gut. Geht. Da kannst du auch. Kannst ja mal abchecken, wie viel Milch quasi in dem Fass in der Käserei da ist. Quasi. Und kannst dann mal nachgucken. Vielleicht können wir noch ein bisschen Butter machen. Ich guck mal, wie viel quasi da drin ist. Richtig. Danke, quasi. Sag dir dann quasi Bescheid. Okay, quasi. Oh, muss ich mich bei einem einräumen. Um 7 wird rausverkauft. Ja. Quasi ausverkauft. Quasi. Mhm. Hier hängt nur ein so ein Ballen in der Luft. Ich krieg den nicht geladen. Der ist quasi in der Luft, genau. Der ist quasi in der Luft. Musst du vielleicht quasi mal mit dem Radlader hinfahren und quasi den mal anpieken. Genau. Halt die Fresse! Das ist so schön. Schon, dass auch Jugendliche, Kinder zugucken, eventuell deinen Kanal. Ja, natürlich weiß ich das. Dann ist das nicht förderlich. Aber das ist im Kindergarten schon gang und gäbe. Genau. Mhm. Und die Eltern befürworten das auch. Ja. Im Grunde genommen bleibt ihm nichts anderes übrig, als es zu tolerieren, weil es der Wortschatz der Kinder ist. Applaus, Applaus. Nee. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Nee, das war jetzt nicht auf dich bezogen, Thomas. Ach so. Nicht auf das, was du gesagt hast, sondern auf das, was der Blacky gemacht hat. Yes, we can. Yes, we can. Jetzt gib ihm nicht wieder die Vorlage dazu. Das juckt das hat schon. Er ja in, das hat er doch eh nicht auf seinem Ding drauf. Ja, es juckt schon wieder ihn. Er hat nur Mutti drauf. Die Mutti. Komm, lass uns die Mutti hören. Wollen wir die Mutti hören? Ja. Gut, dann hören wir die Mutti. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Haben wir die Mutti gehört, so. Ja, wir schaffen das ja auch. Wir sind gerade am Herrn. Richtig, wir schaffen das. Die Mutti hat gesagt, wir schaffen das. Der Anhänger hier war ja, glaube ich, auch nur geliehen. Ne? Wir schaffen das. Yes, we can. Ja, der war. Willst du wieder pressen oder was machen wir mit dem Weizenstroh?
Aber ein Feld haben wir mit Weizen gesät, ne? Weil man da, glaube ich, ja, der Lagerbestand ein bisschen wenig war. Der war, glaube ich, für Getreideschrot. Oder dass wir da wieder halt was auf Lager haben. Ja, ja, aber wir können da ja auch noch Stroh ernten oder bis sie das gehäckselt haben. Können wir auch häckseln. Und dafür sich eine Ballenpresse zu mieten, lohnt sich nicht. Du kannst. Ich check mal die Lage bei den Kühen. Warte noch. So. Da gehen 10.000 Liter rein. Bei den Schweinen gehen bestimmt auch 10.000 Liter rein. Die Pferde haben noch. Kannst ja mal 2-3 Bahnen stehen lassen, wenn nicht wird der Rest dann mit untergegrubbert fertig. Okay. Jawohl. Dann machen wir erstmal Vorgewände und dann tun wir mal schön Strohablage machen. Richtig. Björn Feld, was machst du gerade? Käse. Käse. Cheese. Cheese. Cheese and Onion. Ja, jetzt musst du erstmal googeln, was Onion sind, ne? Onion and Sour Cream. Mhm. Jetzt ist er ganz überfordert. Bild 2, ja, Bild 2 muss genau abdecken. Dann will ich auch mal den Kipper leeren. Kriegen wir dann für Raps. Oh, 1666 für Reifeisen. Der Preis ist aber ganz schön im Keller, du. Dann lagern wir das erstmal. Ja, du bist auf der Cam ganz schön dunkel, muss ich sagen. Ja, es wird ja auch langsam dunkel. Ich muss mal Licht anmachen gleich. Damit du mich wieder sehen kannst. Hast du in dem G-Hub nicht noch andere Einstellungsmöglichkeiten? Ja, hell und dunkel und so. Ja, auf was hast du das denn stehen? Auto? Ich glaube, ja. Was hat deine gekostet? Wessen? Die von Björn? Oder ist es die gleich? Nee, der. Welche hast du? Du hast die C920, ne? Genau. Du hast die 22. Richtig. Ja. 74 Euro hat die gekostet. Schnäppchen, ja. Weich. Jörn? Ja? Wo bist du denn hingelaufen? Ich hab's Licht angeschaltet. So. Damit du mich gleich besser sehen kannst. Ach so. Ach so, das habe ich extra denn so hingestellt, dass du da abfangen kannst. Ah ja, egal. Gut. Dann stelle man mal einfach hier hin. Okay.
kriegst gleich. Ja, alles gut. Gucken wir gerade nochmal. Gülle war ja auch ein Haufen da. Das lohnt sich halt noch nicht, was in Gülletechnik zu investieren, weil sonst, ja, es wird nicht genug nachproduziert, sagen wir mal so. Also wir haben 37.000 Liter Gülle hier oben im Kuhstall. Oh, und 31.000 Liter Gülle bei den Schweinen. Warum haben wir denn nur noch 50 Schweine? Nur noch, mehr geht nicht. Stimmt, da können wir, eigentlich könnten wir wieder 20 Schweine verkaufen fahren. Hier sind noch 40.000. Nein, nicht töten. Wir haben dann ein schöneres Leben. Die werden zu Schnitzel. Schnitzel und Geschnetzeltes und Rouladen, glaube ich nicht. Ja, das macht man eher aus Rind. Ja, genau. Und schöne, lecker Esschen. Ja, dann nächste Folge verkaufen wir dann ein paar Schweine. Kann man auch die Schinken farmen. Bereit schon mal alles vor, quasi. Quasi. Wird quasi das Schinkenbrett schon mal gerührt. Richtig. So. Die Pferde können wir auch schon bald verkaufen, ne? Habe ich gesehen. Wo sind wir denn? Aktueller Pferdepreis ist 29, also 30.000. 30? Ja. Ach, 50. 50 sind ja, glaube ich, Maximum. Oder? Richtig. So, das war's auch schon wieder für heute. Kommt hier der Björn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Richtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir sind raus für heute. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Und bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.